Guten Morgen! 8:30. So, 300 Lithium-Batterien. Wir haben keine einzige Batterie mehr gehabt. Hier stehen einige Autos auf dem Hof, die noch keine Batterien haben, die eigentlich fertig gebaut sind, aber jetzt auf die Batterien warten. So, wir kriegen jetzt in diesem Jahr nochmal 400. Dann haben wir 700 Batterien da. Die nächsten kommen, Florian, ich glaube 14 Tage, ne? Ah, 14 Tage. 14 Tage, drei Wochen, ne? So, jetzt haben wir 300 Batterien. Ich bin happy. Wir hatten keine einzige mehr. 300 Batterien, das hört sich viel an, das ist für uns nicht viel. Ja, so sieht's wieder aus. Götz hat wieder Lithium-Akkus. Hier ist eine Palette verunglückt. Gut, gut, gut. So sieht's halt aus. Ja. Guten Morgen, Philipp. So, also hier sind wir von Hause, hier geht's schon wieder ab. Akkus werden angeliefert, die Autos stehen schon wieder drin. Der kriegt jetzt zum Beispiel mal einen Neuaufbau, nenne ich das einfach mal. Der hatte schon mal von uns einen Einbau, hat jetzt ein neues Fahrzeug bekommen. Dann haben wir ihm alles ausgebaut, das machen wir ja auch, dass er unsere Geräte nicht wegschmeißen muss. Das sieht jetzt hier alles noch vorher, den Booster und so weiter und so fort. Das habe ich schon so ein bisschen angereiht. Unsere Akkus, Lithium-Akkus, die halten ja meistens länger wie ein Autoleben. Von daher bauen wir ihm jetzt alles wieder ein. Und dann ist der Kunde nach auch wieder mit dem neuen Fahrzeug wieder gut ausgestattet. Florian ist jetzt alles am Einräumen hier. Guck mal hier. Eins, zwei, drei, vier Paletten Batterien. Ist die fünf. Oben unten hin, Chef. Fahr da unten hin, Florian, rastet einfach mal. Ja. So, sind wir gut, aber da kommen wir. An den nächsten oben hin, meinst du? Ja, da kommen wir mehr. So, jetzt haben wir Lithium-Batterien da. Ach, das hält nicht lange. Das 300 Batterien, 400 Batterien, das ist wirklich, da brauche ich jetzt nicht irgendwie was schönreden. Ja, schon gut. Ja, aber du stehst aber da auf dem Pfeiler da. Gut, jetzt kannst du runter. So. Dann sage ich, die sollen die Kartons weiß machen. Hier, WCS steht ja auf jedem Karton da. Steht hier drauf. Nein, was haben sie? Machen die immer im Brau. Hör mal, dann habe ich noch eine Sache. Da sind ja viele Autos draußen. Schau mal. Da oben stehen drei neue Mastervolt Lithium-Batterien. Ich glaube, 360 Ampere, ne? Die sind neu, die sind aus Neufahrzeugen. Wenn da einer mal eine Batterie braucht, so eine Mastervolt, die sind sehr teuer, sage ich euch, aber ich kann euch da einen guten Preis machen. Die kostet so ein Ding. Was? Das kostet 5,5, glaube ich. Ich glaube, 5.500 Euro kostet die Batterie. Die sind keine alten Schinken, die sind raus, nicht gebraucht. Dann habe ich sie da oben am Regal stehen. Sind dreimal 360 Amperestunden Lithium-Batterie. So, der lagert jetzt die ganzen Batterien an. Dann ist die Hütte mal voll. Ja, so sieht es aus. Ja, die sind ja gerade gekommen. Guck mal, schau mal. Tausende von draußen. Wunderschönen Akku. So, ist das denn? So. Schau mal, das ist jetzt neu. Der Akku hat jetzt hier einen Taster. Weil wenn der Kunde nicht aufpasst und stellt den Wagen weg, das ist schon vorgekommen, und dann schaltet irgendwann der BMW S ganz ab. Ja? Und das muss ja dann eigentlich unmittelbar, müssen die Akkus wieder geladen werden. Viele Leute machen dann nach 6 Wochen. Das ist eigentlich nicht gut, aber dann haben wir hier die Möglichkeit, den Akku zurückzuholen. Der Knopf muss dann gedrückt gehalten werden. Dann gibt es auch eine schöne Anleitung. Du siehst ja den Akku hier, das ist ja nicht einfach nur so hingeschissen. Guck mal, was ich dafür eine Anleitung gemacht habe. Produktbeschreibung, elektrische Daten, Verwendung der Batterie, Temperatur, das können wir umdrehen. Hier ist unser Display, das HLC-Display. Das ist alles, schau mal, so eine Anleitung, das habe ich noch bei keinem Akku gesehen. Ich habe noch nie beim Akku so eine Anleitung gesehen. 1, 2, 3, 4. Gut, mit dem Display sind es 8 Seiten. Es ist alles, hier steht auch drin, kurz in der Anleitung, die Historie der Lithium-Batterie wird kontinuierlich mitgeschrieben und kann durch die Firma WCS Koch zu jeder Zeit ausgelesen werden. Aus Sicherheitsgründen schaltet der Akku bei folgenden Faktoren ab und. Ich sehe alles, was damit passiert ist. Mir braucht nie einer sagen, der war noch nicht leer. Das kann Mastervolt auch. Wunderbar, steckst du dran, siehst du alles, ne? Dafür habe ich diese beiden Schnittstellen hier. Eine Schnittstelle ist hier und eine hier. Warum haben wir zwei? Weil wir ja mehrere Akkus, wir können ja 3, 4, 5, 6, wir können ja 8 Akkus in Reihe mit diesem Verbinder anschließen. Und dann wird alles mitgeschrieben. Was hat der Akku gehabt? Wie oft war der leer?
Hat der abgeschaltet? Wie warm war der? Sehe ich alles. Sonst würde ich keine 5 Jahre Garantie geben. Dann weiß ich ja nie, was der Kunde gemacht hat. Ja, so sieht das aus. Schöne Bedienungsanleitung. So, das war's wieder. Wenn euch das gefallen hat, Camper, und ich bin happy, dass ich wieder 300 Batterien habe. Aber da kommt jetzt, wie gesagt, vor Weihnachten noch eine Riesenlieferung. Ich meine irgendwas um 400. Dann habe ich 700 Batterien da. Solar ist auch schon wieder bestellt. Ich kann gar nicht so schnell reagieren. Das geht gar nicht, dass es so schnell wieder weggeht. Hallo, guck mal hier. Ich muss mir jetzt was einfallen lassen. Ne, Helge, wir müssen uns jetzt was einfallen lassen. Ich brauche auch nicht mehr einkaufen mit meiner Frau. Guck mal, das ist ja wirklich, das sind ja Gesten von Kunden. Das ist ja schon nicht mehr normal. Ne? Hier, Helge, kannst du auch ruhig zeigen. Guck mal hier. Ja, komm. Machen wir jetzt, oder? So, machen wir das mal zusammen, oder nicht? Ja. Nein, zwischendurch. Nee, lass mal. Er hat immer einen Flachmann dabei. Christian hat auch immer einen Flachmann bei, ne? Siehst du, Christian hat den oben drunter. Hier, guck, er auch. Ach, zwischendurch, ne? Ja, nein, das ist ja wirklich sehr, sehr schön. Und ja, ich weiß nicht, wie wir dazu kommen. Ne? Das ist, ich finde da keine Worte für. Guck mal, hier haben wir die Rosinenschnecken. Die lasse ich aber jetzt erstmal eingepackt. Das geht ja jetzt schon zum Abend. Die essen wir morgen. Und ja, ich kann nur sagen, Kinders, Daumen hoch. So sieht's halt aus.